Also ich denke, wir wären eh mit der Zeit an genug Coupons herangekommen. Oder ähnliches. Finde ich auch so toll, das Spiel hat irgendwie voll viele Möglichkeiten. Immer wieder kann man irgendwas Böses machen und hui! Okay, schauen wir mal. Hallo. Ah, kann sogar schießen damit. Geil. Die behalten sich im Wasser auch ganz anders. Oh oh! Voll viel Leben. Tauch nieder! Es ist weg. Okay, warte. Hüpf! Hüpf! Ah, spezielle Angelhaken. Okay. Bäh. Ah, stimmt. Da der Untergrund. Ich vergaß. Okay, wo ist dieses Elendige? Au! So was Ähnliches hatten wir schon mal. Ganz am Anfang. Ist es tot? Ich sehe nichts. Ja, alles klar. Ja, diese Glühwürmchenfische haben wir schon erledigt. Glaube ich. Ah! Okay, so nicht. Möchte der Herr sich vielleicht ein klein wenig heilen? Aber es hat nur noch den verfickten Kuchen. Wie viel Leben habe ich denn noch? Sehr, sehr wenig. Hab ich ihn erwischt? Yeah, ich glaube schon. So, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann ist das gut und sonst killen die mich. Wieder den Safe-Spot. Cool. Werde ich gleich benutzen können. Direkt oben durchlaufen. Oh, sind wir geheilt? Wie sieht's aus? Noch eins. Aber so ist eigentlich gar keine schlechte Taktik. Ich erwische seine Scheiße eigentlich relativ gut. Und bei euch kommt immer wieder. Okay. Ich habe aber ebenfalls dieselbe Eigenschaft. Ich komme immer wieder. Mach halt das Licht aus. Was ist das? Nee. Ganz hier kann ich sie aufscheuchen oder so. Keine Ahnung. Guck erstmal hier hinten, ja? Shit. Oh, voll nah.
Die kann ich konsumieren für Lebenspunkte. Die muss ich nicht abknallen. Okay, das ist sehr schön. Wer wollte nochmal Subnautica? Okay, was mag da drin sein? Ah, das ist eine Kamera oder eine Waschmaschine. Imperator, ja, ich weiß. Filmrolle, cool. Und was ist? Wenn ich jetzt theoretisch dieses Spielzeug hier rauflege. Nice! Das hat es wohl geschafft. So. Ich denke, wir könnten nun gucken, ob wir Grievous finden. Ich frage mich, was er für einer ist. Ja, ich mich auch. Und das wäre dann wohl jetzt das. Ah, alles klar. Okay, es ist fucking Subnautica. Okay, ich muss ihm seine Zähne kaputt schießen, ja? Und wie kriege ich. Wo bin ich? Lebenspunkte durch diese kleinen Viecher. Okay, jetzt hat er mich wieder erwischt. Boah. Aha, übrigens, Grievous. Was für ein schöner. Was auch immer du bist. Was war es nochmal? Knef-Dings? Irgendwie so. Ja, danke. Man verliert doch so voll sau die Orientierung. Ja, genau, das meine ich. Diesen bösen Luftblasen. Und da bin ich einfach wieder irgendwo. Mit zwei Lebenspunkten oder so. Nein. Nicht so schnell, mein Freund, nicht so schnell. Ich muss ja nur auf 10.000 Sachen gleichzeitig achten. Auf diese blöden Luftblasen, die mich gefangen nehmen. Auf diese elendigen Zähne und darauf, dass ich diese kleinen Gelben einsammle, um zu leben. Und so nicht. Okay, meins. Okay, das war relativ nice. Frisst dich und kackt dich aus. Vermutlich wird er das tun. Oder vermutlich macht er das die ganze Zeit. Hast du recht. Das wäre wirklich recht gut, wenn er. Oh. Wenn er von oben kommt, wollte ich gerade sagen. Wenn meine Munition halt aufsteigt. Und so. Oh, danke. Oh, wow. Oh. Komm, du Elendiges. Oh. Nicht zu übermütig sein dürfen. Dann spuckt er das ganze. Die ganze Pollution aus. Warte, erstmal ein bisschen Leben. Ja, okay, eins. Ja, klar, erwischt mich das voll. Ja. Zum Glück ist die Schnellfeuerkanone so viel wert. So, und jetzt. Ich nehme das. Und ich hätte gerne auch das. Dann ließen auch die anderen beiden, aber nein. Der hat ja noch voll viel Leben. Boah. Ich dachte, ich müsste nur seine Zähne kaputt knallen.
Das wäre jetzt nämlich geschafft. Okay, dann schieße ich jetzt auf was? Boah, danke. Ja, das habe ich natürlich voll erwischt. Okay, es sieht schon viel besser aus, nämlich. Wow. Okay, es hat er wieder aufgeladen. Ah, okay. Jetzt speit er irgendwas aus. Vermutlich hat er zu viel von meiner Farbe gefressen, die ich auf ihn schieße. Kurz das. Eieiei, was für ein seltsames Kampfsystem. Ich meine, Bosskampf. Jetzt kriegst du wieder Verschmutzung und heilt sich damit oder so. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott! Friss Farabe, du elendige Mistkreatur! Ausweichen! Lol! Was ist das jetzt? Okay, bist du tot? Yeah! Hi! Kleiner Wichser. Mann! Oh, au. Hab was gehört. Mann! Ich hab so hart gearbeitet, um so groß zu werden. Warum bist du so wütend auf mich? Warum bist du so fuck aggressiv? Was, wenn du kannst reden? Ja, sei nicht so schockiert. Ja, du hast versucht, mich zu essen? Ja, das stimmt. Tut mir leid. Ich stehe in letzter Zeit unter Stress. Ja, das war was. ich war nicht wirklich ich selbst. Aber ich kann immer noch nicht beliefen, weil ich glauben, dass du mich dazu gebracht hast, meinen ganzen Körper auszuspucken. Ich habe Jahre gebraucht, all dieses Gut zu essen, diesen Schleim. Tschüss. Weißt du, dieser Schleim, der aus dieser Röhre kommt? Mein alter Freund Überhang hat mir gesagt, ich soll's essen. Das waren Zeiten. Was mache ich jetzt? Du kannst uns helfen. Soll ich helfen? Womit? Ich würde gerne selbst ein Knecht werden. Nein, deine Freunde invasieren unsere Stadt. Deine Freunde? Oh. Das könnte mein Fehler sein. Ich mochte den Gu so sehr, dass. Bitte runter. Dass ich alles für mich selbst wollte. Aber die anderen mussten irgendwas anderes essen. Oh Mann! Und deswegen suchen sie eine Stadt nach Nahrung. So, und warum essen sie das Zeug denn nicht jetzt? Weil ich sie fresse. Die wissen wohl nicht, dass ich weg bin. Weißt du, Knefts sind ein wenig doof. Sie don't change their minds. Ich weiß, was das heißt. So, wenn sie sich einmal das entschieden haben, die Stadt zu invasieren, dann. Ja. Aber was soll ich jetzt tun? Was willst du? Bitte hilf uns, ihnen zu helfen, zu machen, dass sie nicht mehr. Mann, ich. Ja, die werden vermutlich auch behören, weil sie.
Was auch immer. So, auch wenn ich nicht so groß bin, wie ich mal war. Ändere nicht Ihre Meinung. Ja, genau, ich hab's nur, es ist gar nicht so leicht. Wenn man die deutschen Worte im Kopf hat und dann liest und dann Deutsch und Englisch und man liest das Englisch und will das Deutsch aussprechen. Aber kannst du für ihre Sicherheit garantieren? Ja, klar. Und wie? Okay, ich helfe dir, aber zuerst musst du... Muss ich was? Du hast meinen Körper zerstört. Okay. Ah, du willst über Hank noch mal sehen. Ich will über Hank noch mal sehen. Du willst ihn essen. Ich weiß, er möchte nicht, dass ich... Also, er will nicht, dass ich ihn sehen möchte. Er weiß nicht, dass ich ihn sehen möchte. Aber um ehrlich zu sein, ich... Weiß es nicht. Bitte bring mich zu ihm. Okay. Danke steht da vielleicht. Du bist ein guter Freund. Ja, mein Deal. Okay. Pick me up. Bevor ihr Burger. Aber was wartest du? Können wir das ganze Gespräch nochmal führen? Nicht? Okay. Irgendwie eine versteckte Filmrolle vielleicht oder so. Es gibt Spiele, die würden sowas jetzt tun. Und wie war das nochmal mit diesem Gebüschzeugs? Es leuchtet einfach nur so, hä? Okay. Ihn wieder groß machen vermutlich. Meistens hat nicht mehr. Vermutlich wieder ihn fressen. Keine Ahnung. Wow! Was ist das? Oh, hallo. Hast du das gemacht? Wir haben nach einem Weg gesucht, um mit diesem Monster klarzukommen, aber. Dann habe ich diese Luftblasen gesehen aufsteigen und dann diese lauten Geräusche und dann BOOM! Und dann eine Minute später kamst du hoch. Was hast du da gemacht? Business? Ich habe das Monster erschlagen. Also hat Überhink die Wahrheit gesagt? Meldest du sein, ich dachte er, weil das praktisch das nur erfunden oder so. So, also das Monster hat, ist schuld, dass all diese Knefs die Stadt invasieren? Ja, ist es. Das ist awesome, saugeil. Los, sagen wir es den anderen. Dieser Wurm hat sich um das Monster gekümmert. Wartet. Ich möchte auch mitkommen. Wenn ich siegreich in die Stadt einmarschiere, dann muss ich einen anständigen Helm tragen. Entweder den hier oder den mit den Lichtern. Oder nein, ich trage das erschlagene Monster auf meinem Kopf. Beziehungsweise den Kopf des Monsters. Fürchtet mich um meinen Monsterkopf, ihr Narren! Rasch, schreite beiseite! Ja, hau nur ab, du. Oh. Das war der Plan. Na, wo ist er denn? Kommt gleich noch oben in der Stadthalle. Der kann sogar fressen. Was, der Hut? Stimmt, irgendwas macht er. Nein, da hat nur so ausgesehen wegen dem. Wegen der Wolke sieht's wirklich so aus.
Seht euch nur mein Werk an. Ich habe ein Monster erschlagen. Schon wieder. Okay, wohin? Zentrale. Ja, genau. So nicht. So weg. Ja, schon wieder. Schreitet auseinander, elendige Menge. Schreitet auseinander. Das ist schon. Werfe ich ihm den Kopf seines Freundes vor die Füße. Brevis? Brevis? Du hast ihn zu mir gebracht? Mein Freund. Was auch immer du da gerade machst, bitte hör auf. Dieser Wurm hier hat meinen Körper zerstört. Und meine Zähne. Die habe ich möglich gemacht. Aber ich habe das alles vergeben und jetzt hat er mich zu dir gebracht. Brevis, deine Freunde invasieren die Stadt. Wir müssen sie gemeinsam aufhalten. Ja, das ist unser Problem. Wir müssen es lösen, alter Freund. Wum, danke für die Hilfe. Ja, bitte. Komm zu mir, mein Freund. Wums von Popostadt. Dieser Wum hat mich und, ja, Poposierte Hymne. Mich und mein Haustier, Brevis, wieder zusammengebracht. Und wir werden nun die Kneft-Infestation beseitigen. Genießt die kommende Expansion von New Populon. Ich bin gespannt. Und vergesst nicht, mein Observatorium zu besichtigen. Das Wasser wird bestimmt sehr, sehr bald sauber sein. Das war alles. Zeit, den Kreditstrom wieder zu öffnen. Yay! Citadel Hall, ja? Ah, dort bohren sie das neue Gebiet auf. Okay, das will ich sehen. Sind schon ganz viele da, alle wollen es sehen. Oh. Ah, die funktioniert automatisch, ja? Ja. Geduld, Geduld. Start, endlich bohren! Warum bewegt sie sich nicht? Warte, warte, warte! Beginn zu bohren! Ja, Heavy Drilling, yay! Wir sind die Besten! Yay, yuppie, hui! Warte, ich gehe mal voll vor dem Bohrer. Ich will der Erste sein. Hier jetzt Zeitung verteilen, ja gell. Die Polizei sind wir mal gut unterwegs und verhaftet gleich. Kommen gleich zu zweit und dann wird einfach einer abtransportiert. Oh. Oh. Lass mich durch, ich will was sehen. Nun. Das ist sehr seltsam. Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum ist das ein offener Platz? Heißt das, wir sind nicht allein? Das ist furchteinflößend, nicht? Ah! Ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich werde diesen Platz jetzt erkunden. Ich auch. Okay. Ja, wir kommen auch mit. Was ist mit dir? Klar, ich bin der Anführer. Hui! Hm.
Okay, offensichtlich brauchen wir jemanden mit einem Popo-Hut, um das zu öffnen. Hey, Skelly weg! Ich glaube, du warst gefallen und hast diesen Popo-Hut immer noch nicht gekauft. Und ich bin tatsächlich in der Stimmung, um meine Flügel nach einem Haus zu flecken. Warum fliege ich nicht zurück in den Laden und kaufe ihn für dich? Mäh. Sollten ungefähr 156 Smurfs sein. Mäh. Minus 15%. Aber egal. Mäh. Seh dich bald. Eine Minute. Hui. Danke. Wurde ja auch Zeit, du Kackvogel. Öffnet, verdammte! Hoch und fallender Kubus. Nun so nicht. Ich konnte halt die Funktionsweise des Huts noch nicht ausprobieren und es darum, Kneif. Also, ich kann es ziehen. Ich kann Dinge damit greifen und ziehen, alles klar. Okay. Feinde töten. Ich bin da. Hey, Knopf. Und sind das Fnackers? Das sind wirklich die Bösen? Sind das Fnackers? Fnackball? Die spielen Fnackball? Fick das Fragball-Tournament. Ich gehe mit den Jungs eine Party machen. Ja, nice goal. By the way, wenn der Bankkrent das hier macht, sein Ding macht, werden wir viele größere Tournaments haben, okay. Willst du jetzt Ausschau halten oder? Ja, Party. Head out. Head out heißt rausgehen. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich sagen soll. Die Fnackers sind immer noch am Leben. Na, fick diese Scheiße. I'm going home. Beschissenste Ferien, die auf denen wir immer waren, jemals waren. Das ist furchtbar. Geh zurück nach Popo City. Was willst du tun? Vielleicht bauen wir einen Verteidigungsturm. Wenn sie die Stadt niemals betreten, dann werden wir einfach zu einem normalen Leben zurückkehren, ja? Ja, vielleicht. Okay, tschüss. Ja, jetzt bin ich im Inneren des Sinkholes. Der Sinkhole. Wow. Sieht aus, als würden viele Fnacker hier unten leben.
Aber wie kann das möglich sein? Sind eure Ahnen sind nicht losgeworden? Ich bin genauso verwirrt wie du. Ich weiß. egal, wenn wir hier irgendwas untersuchen müssen wollen, dann müssen wir uns tarnen. Nimm doch einfach diesen Potthelm. Oh ja, genau. Den du vor langer Zeit gefunden hast. Dann passt du hier perfekt rein. Ja, vielleicht. Ja. Man kann eigentlich schon für 15 Minuten, vor 15 Minuten eine Pause machen. Okay. Machen wir jetzt noch eine überraschende Rauchpause. Vorhin war ja keine richtige, vorhin war ich nur Klo. Ja. Und, ja, und dann erkunden wir erstmal eine Weile weiter.